Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Und wir widmen uns heute, denke ich mal, dem zweiten Teil der Gangsterbosse. Wir haben irgendwie eine Waffe in der Hand, die wir nicht in der Hand haben. Aber erstmal erkunden wir natürlich das Universum weiter hier. Huntington ist ein Gasgigant von der Größe des Jupiters und bietet eine normale Atmosphäre von Sauerstoff und Helium. Ursache für die kobaltblaue Farbe des Planeten sind Spuren von Methan in der Atmosphäre. Durch Spektralanalysen konnte festgestellt werden, dass das weit ausgedehnte Ringsystem hauptsächlich aus Geiskristallen besteht. Huntington ist ein außergewöhnlich starkes Magnetfeld, das im inneren System für starke Störungen von Funkübertragung verantwortlich ist. Ja, gut, schon mal gesehen. Und Paravin? Paravin ist eine kleine, wenig interessante Felsenwelt, die hauptsächlich aus Calcium- und Aluminiumvorkommen besteht. Bestehende Oberfläche senkt heiß. Durch seine geringe Masse ist Paravin bezüglich der Schwerkraftverhältnisse an den Stern Hahn gebunden. Falls es dort profitable Ressourcen gäbe, könnten Stationen auf dem Zwielichtband mit eher moderatem Klima errichtet werden. Was ist denn hier? Matriarchenschriften gefunden. Beim Scannen von Paravin haben sie eine unbemannte Station im geosynchronen Orbit gefunden. Ihr Bergungsteam konnte zwar keine Hinweise auf die Herkunft der Station finden, fand aber eine der Schriften der Matriarchin Delinaga an Bord. Interessant. So, Hahn und Ming. Das ist irgendwie das schönere System von den Farben her, finde ich. Muss ich jetzt bewahren. So, da ist ein Schiff noch. Ja, oh, es ist der Planet Altanorch. Altanorch ist ein kleiner, normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant ohne besondere Merkmale. Durch sein ausgeprägtes Magnetfeld und die relativ niedrige Schwerkraft ist der Planet eine beliebte Haltestelle, um ULG-Antriebskerne zu entladen. Okay. Medaillon gefunden. Beim Scan von Altanorch haben sie ein paar interessante Objekte in einem Trümmerfeld ausgemacht. Nachdem Joker die Norme die Nagel nicht heranbringen konnte, gelang es dem Aufklärungsteam, einige wertvolle Funde einzusammeln, darunter auch ein Medaillon des Salarianerordens. Aha. So, ist hier im Asteroidenfeld irgendwas? Nein. Okay. Dann Parag. Parag ist ein großer Felsenplanet mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Trotz der großen Entfernung von 600 astronomischen Einheiten zu Sternen, biegen ist die Planetenoberflächen sengend heiß. 1117 Grad um. Sie besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Silber. Die extrem strahlenden Hitzebedingungen auf der sonnenzugewandten Seite Paraks machen eine Landung ohne Schiffsschutzschilde unmöglich. Parag rotiert im entgegengesetzter Richtung zu den anderen Himmelskörpern des Wingsystems. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass der Planet dann nachträglich in dieses System gelangte. Leichtmetallvorkommen entdeckt an Titan. Na, das ist schick. Welchen Planeten haben wir noch? Antiropos. Antiropos ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant, der sich in den äußeren Bereichen das Ming-System ausgebildet hat und langsam nach innen driftet. In einigen Millionen Jahren wird die Atmosphäre des Planeten beginnen, in den Weltraum zu verpuffen. Zwischen der dem heißen blauen Giganten zugewandten Seite Antiropos und der dem kalten zugewandten Seite des Planeten herrschen deutliche Temperaturunterschiede. Dadurch werden häufige Zyklonstürme verursacht. Die eigene und die von der Sonne aufgenommene intensive Hitze sorgen dafür, dass die dunkle Planetenseite fast im Bereich der Infrarotladung liegt. Okay, das ist nicht gut. Und was haben wir hier auf der MSV Vortington? Die Vortington ist ein menschliches Modulastschiff der Kodum-Klasse, das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff scheint seit langem nicht mehr benutzt worden zu sein. Die Haupttriebwerke sind erkaltet und es treibt durch den Orbit von Antiropos. Registrierung zur Morris & Company. Und wir gehen natürlich an Bord. Wir nehmen mal Garrus und Ashley mit. Natürlich. Natürlich. Nicht ganz, ne? Hier, die Punkte zu machen. Sie kriegt nämlich erstmal eine bessere Rüstung. Lululula. Die Hälfte des Schildes werden erstmal pro Sekunde gemacht. Den Waffenschaden, wie viel ist am Ende? 9% und den Nahkampfschaden um 64%.
Nice. Madrid. Ach du Kacke, ist das nice. Fitness. Okay, das ist nett. 90 Sekunden. Komm schon. So. Was haben wir da? 45 Sekunden. Alle 45 Sekunden können. Alter, das ist so nice. Und dann kriegt ihr noch Sturmgewehr. So. Und Garrus, der auch noch 12 Punkte hat, kriegt hier erste Hilfe. Macht er erstmal. Und taktische Panzerung könnte ich natürlich. Präzisionsgewehr, ja, aber. Ne, der macht erstmal den Overkill hier. Hat er auch voll. Schön. Und die Ausrüstung. So, hier Ashley. Ashley mit ihrem Sturmgewehr. Die kriegt das. Obwohl, die kriegt das bessere Sturmgewehr. Die hat ja eine höhere Kampfkraft. Stimmt. Die soll. Okay, dann nimmt das hier und die Munition. Ah, die macht einfach nur mega Schaden. So. Die kriegt noch hier diese Leicht-Mensch-Ding. Schadensschutz ist nur 6. Schilde sind höher. Biotikschutz ist höher. Okay, dann nehme ich lieber. Oi. Das. Na, was habe ich denn? Ich habe irgendwie leicht Mensch. Wieso kann ich das nicht ausrüsten? Naja, so der auch mit seinem. Der kriegt auch ein besseres Sturmgewehr. Aber halt nicht das Beste. So. Kriegt. Waffenstabilität, so. Munition, macht der mal synthetische. So, Rüstung hat er schon. Kann er da was noch draufpacken? Gesundheitsregeneration wäre vielleicht gut. Schmetterschaden ist hier nicht so wichtig. Ja, machen wir das hier. Okay, perfekt. Dann sind die gut ausgerüstet, ne? Verstehst du? Hier ist wohl niemand. Alles wurde deaktiviert. Nur die Lebenserhaltung funktioniert noch. Ja. Aber hier ist wohl niemand, denke ich mal. Wird nicht ganz richtig sein. Eieiei. Okay. Ich kann nur nach rechts. Ich dachte schon, ich hätte die Wahl. Haben Sie das gehört? Wir sind nicht allein. Ja, das würde ich auch behaupten. Jemand hat diese Falle gelegt. Hier könnte alles verdrahtet sein. Na toll. Ich befürchte, hier ist alles verdrahtet. Habe ich Giftschaden? Na toll. So, ich muss die einfach auslösen unter meinem großen Einsatz. Das werden wir schon überleben. Okay, erst links. Ah, sind zu gering. Spiel. Jacob wird es nicht schaffen. Sein Gehirn hat zu lange keinen Sauerstoff mehr bekommen. Wir können nichts weiter für ihn tun, außer ihn in Würde sterben zu lassen. Genau das hätte er gewollt. Ich mache mir größere Sorgen um Julia. Sie zeigt Anzeichen ernsthafter Depressionen. Ich habe ihr zwar Medizin gegeben, sollte aber lieber den Captain warnen. Da haben wir auch die Lebenserhaltungsmaschine. Offenbar hält ihn die Maschine am Leben. Keine Hirnaktivitäten. Er ist tot. Sein Körper ist nur eine leere Hülle. Ja, wir können ihm nicht helfen. Vielleicht sollten wir die Maschine abschalten. Das wäre wohl das Beste. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber vielleicht sollten wir erst etwas unternehmen, wenn wir genauer wissen, was hier los ist. Sir, das ist absolut richtig. Das ist wahr. Vielleicht steckt er ja noch mehr hinter.
Was haben wir hier? Ein Büro. Ein Spinnen, das schaffen wir, denke ich mal. So. Ja, Schrotflinten, noch mehr Sturmgewehre. Spiel doch. Sie sagen, Jacob sei fort. Sein Hirn würde nicht mehr funktionieren. Darum wollen sie die Maschinen abschalten. Aber Jacob ist das Einzige auf der Welt, das mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Und das macht mich fertig. Ich fühle mich so hilflos und so verdammt wütend. Dr. Smith hat mir Medikamente zur Beruhigung gegeben. Aber ich kann sie nicht nehmen. Nicht, solange ich keinen Weg gefunden habe, Jacob zu helfen. Ich kann und ich werde ihn nicht aufgeben. Mhm. Das ist ja mal Liebe. Ich muss übrigens manchmal so ins Hauptmenü, weil irgendwie wird mir die Counter-Uhr unten nicht mehr angezeigt. Oh, die letzte. Jacob scheint keine Hirnaktivitäten mehr zu haben. Wir können nichts mehr für ihn tun. Er würde nicht wollen, dass ihn Maschinen am Leben erhalten. Daher sollten wir die Lebenserhaltung abschalten. Aber Dr. Smith macht sich Sorgen, wie Julia darauf reagieren wird. Sie kann Jacob offenbar nicht gehen lassen. Der Stress wirkt sich negativ auf ihre Implantate aus. Und sie bekommt Migräne. Es wäre wahrscheinlich für alle das Beste, wenn wir ihr erst hinterher sagen, dass wir die Lebenserhaltung abgeschaltet haben. So hätte sie... Julia, was machen Sie denn hier? Warum sind Sie... Ah! Oh oh. Da ist Julia! Wir sollten sie lähmen. Damit sie den Schmerz nicht spürt. Ach ja, da ist ja noch was. Die Maschinen abschalten. Deaktivieren wir. Sie haben das Richtige getan, Commander. Ich denke auch. Haben wir jetzt alles geschafft? Julia war kein... war kein... Gangsterboss. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Wow! Aber hier ist sie nicht. Wir sind ja... Wir konnten ja nicht falsch laufen, sagen wir es mal so. Warte mal. Dys-System Hades Gamma Cluster. Okay. Ach so, wir sind im falschen System. Okay. Dys-System von Hades Gamma Dasein müssen wir hier. Dys. Farinata und Antaeus. Also erstmal ins Dys-System. Okay, und gucken, was uns dort wieder erwartet. Erstmal Raisha. Raisha ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Riese mit Spuren von Natrium und Ammoniak in seiner Atmosphäre. Während des kurzen Goldrausches auf Klensal haben ein paar Unternehmen auf Raishas eisigen Boden eine Infrastruktur für den Helium-3 und den Deuterium-Abbau errichtet. Als Klensal sich als weniger profitabel erwies als erwartet, wurden die Anlagen ihrer NR1-Teile demontiert und verlassen. Trojanische Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Raisha haben sie ein altes, unbemanntes Shuttle-Schiff gefunden. Ihr Bergungsteam entdeckte an Bord des Shuttles eine große Menge trojanischer Produkte, die sie alle mit den Insignien der Trigent-Kolonie gekennzeichnet waren. Asteroidenfeld ist leer. Klensal, ah ja. Das ist der interessante Planet. Klensal verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. Die ersten geologischen Erhebungen wurden von Batarianern durchgeführt und gingen von reichen Mineralvorkommen aus. Die Minengesellschaften der Menschen investierten Milliarden Credits zur Erkundung dieses weit entfernten Systems und trieben Testsonden in die Oberfläche, um den Planeten für die Menschen zu beanspruchen.
Es zeigte sich aber, dass Clensal nur durchschnittliche Mineralvorkommen bietet, die kaum die Anstrengungen und Investitionen wert sind. Das kleine mexikanische Unternehmen Mireda Industria trieb sich selbst beim Wettrennen um seine ersten extrasolaren Minenunternehmungen in den Ruin. Anschließende Untersuchungen ergaben, dass die batterianische Crew ihre Untersuchungen bewusst gefälscht hatte, um die menschlichen Konkurrenten zu riesigen Fehlinvestitionen zu verleiten. Diese Vorgehensweise gilt zwar als ethisch verwerflich, aber dennoch nicht ausdrücklich illegal. Die batterianische Regierung drückte ihr Bedauern über die Aktion einiger fehlgeleiteter Patrioten aus. Auf dem Planeten befanden sich bis heute noch einige verlassene Minenbasen, die Kriminelle als sporadische Treffpunkte dienen. Und ich denke, da ist auch der Gangsterboss. Und jetzt sind wir doch Kaydan und Erdnog mit. Erdnog wegen der neuen Schrotflinte, die ich da hab. Und Kaydan, ja, weil ich den noch skillen muss. Sonst ist der jetzt nichts zu brauchen. So, Ausrüstung von Erdnog. Okay, da ist keine bessere Schrotflinte. Kaydan ist mit... Was hat denn Kaydan hauptsächlich? Sturmgewehr. Gut. Ja komm, das lassen wir dann mal so. Eins können wir eigentlich zum... Ja. Und das ja auch. So viele Leute haben wir ja schließlich nicht. So, Kaydan kriegt Rückstoßdämpfer 1. Und gegen organische Ziele. Eine leichte Menschenrüstung. Die Härtung hat. Genau. Erdnog bleibt so wie er ist. Squad. Genau. Erdnog hat nichts. Nur Kaydan. Werfen. Wir haben die Wurfkraft mal verbessert. So, die Chiffrierung. Hilfe könnte man machen. Damit wir auch bei dem Erste Hilfe haben, falls wir den mal unbedingt brauchen. Genau. Perfekt. So, wo müssen wir? Wir müssen hier hin. In Syndikatversteck. Also, was passiert eigentlich, wenn ich da außerhalb der Oberfläche fahre? Sie müssen umdrehen, Commander. Ah. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Okay. Passiert da nichts Besonderes? Irgendwie keine Geschütze, die auf uns schießen oder was weiß ich. Es ist schon ziemlich weit weg, muss man jetzt sagen. Oh, warte, machen wir erst oder machen wir... Ne, wir machen erst die Rüttung. Ja, die beiden Sachen machen wir zuerst. Okay. Weil das Syndikat ist das letzte, danach reisen wir ja wieder zurück zu Normandy, deswegen... müssen wir uns da... Nee, das ist falsch. Aber ich umfahre mal diesen Berg, das dürfte vielleicht schneller gehen. Da ist das Ausrufe. Zeichen und das Fragezeichen, das X und das Fragezeichen, da wollen wir hin, genau. Der Berg sieht machbar aus, ich denke mal, den können wir besteigen. Den dicken Hengst. Ja. Na, das ist ja auf jeden Fall möglich. Noch ein mutierter Salarianer. Bergen. Ja, haben wir gefunden. Der tote Reisende trug ein Medaillon des Salarianeron bei sich, wo er es gefunden hatte und was er eigentlich damit vorhatte, bleibt ein Rätsel. Okay, okay. Oh, falsche Richtung. Was? Irgendjemand schießt auf uns. Wow. Gottes Willen. Was haben wir hier?
Ja, es ist halt nix. Na, nice. So, schöner Mond. Wow. Gott, die schießen auf uns. Naja, die normalen Söldner werden nicht das Problem sein, denke ich mal. So. Warum kann ich nicht schießen? Unfassbar. Ja, mal nichts zu tun. So, hier den und da oben den Scharfschützen. Das ist schon, als wäre jetzt was Schlimmes gewesen hier. Ich denke mal, wir müssen hier rein, auch in diese Minenbasis. Schön. Also schön weiß ich nicht, aber... Ja, den Eingang hätte man schöner machen können. Tatsächlich. Oh Gott, ja egal, die Folge ist überlänger, aber das machen wir jetzt auch in dieser Folge. Auch wieder so still hier. Wow! Los! Ich fertig! Okay. So. Noch ist es nicht das große Problem. So, da hinten wird, der da hinten wird geworfen, obwohl es eigentlich nicht nötig ist. Okay. Ja, wieder da. Ah, Gangsterboss. Wir lähmen ihn. Ich kann ja nichts machen. Alter. Bandastil. Los! Dann kann er nichts machen, aber wir können unsere... wir können auch nichts machen. Ich kann auch meine Schrotflinte wechseln. Können wir ihm... Nee, wir können gar nichts machen. So, hier, überhitzt die Waffen der Feinde. Ah ja, perfekt. Jo. Zweiter Gangsterboss eliminiert. Jetzt sind beide ausgeschaltet. Helena Blake wird sicherlich erfreut sein zu hören, dass die beiden Subjekte kein Problem mehr darstellen. Nice. Was haben wir hier? Gar nichts. Das ist ein Minenbohrkopf. So wie das aussieht. Gut zu wissen, aber prinzipiell erstmal nur unnötig. Leichte Dechiffrierung. Da konnte ich direkt durch. Nehmen wir alles mit. Waffenspind, nicht shit. So. Das nehmen und da ist noch einer. Mittelschwer. Ja, kein Problem. Und die erste Hilfestation nehmen wir auch noch mit. Feuereindämmungssystem. Also, bringt gar nichts. So. Ein Upgrade-Kit. Oh, das habe ich ganz übersehen. Aha. Muss ich mal später irgendwann mal gucken, was da so in, ob da was Interessantes bei war. So prinzipiell bin ich derzeit, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Jetzt kann ich meinen Counter nicht mal mehr sehen. Wie lange diese Folge schon läuft, das ist fast beruhigend.
gespeicherte Inhalte. F6 drücke ich auch noch. 25 Minuten. Bis dahin und tschüss.